Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das Spielkind hat ein neues Spielzeug. Das steht hinter mir. Ja, es ist natürlich Winter. Das Racing kommt eigentlich zu kurz, aber ich habe mir gesagt, nicht diesen Winter. Ich habe Bock auf Streams, ich habe Bock auf Simracing. Deswegen muss jetzt dieses Jahr endlich mal ein richtig geiler Simulator her und der steht jetzt hinter mir. Ja, ich war beim Dennis vom Simrace Shop, das zeige ich euch jetzt gleich in diesem Video alles. Ja, ich war bei ihm zu Besuch, wir haben über das Thema Simulator gesprochen, über Kosten, über was ist, wie ist der Einstieg eigentlich am besten und so weiter. Ich habe gleich meinen Simulator mitgenommen von ihm, habe ihn aufgebaut. Aufbau ist so Thema, sage ich mal, also hat lange gedauert, vor allem Kartonagen. Ich habe so viel, zeige ich euch gleich, ich zeige es euch gleich, ich gehe gleich rüber. Ihr glaubt nicht, wie viele Kartons jetzt bei mir im Keller stehen. Und da sind noch nicht mal die bei, die ich behalten will, weil vom Lenkrad, von der Wheelbase, von diesen ganzen Sachen dachte ich, die Kartons behalte ich mal lieber, warum auch immer, aber ne, wer kennt's nicht? Man behält die Kartons, dann liegen sie wieder unten, die Kartons, 7 Jahre in der Ecke und dann schmeißt man sie weg. Aber Thema Simulator finde ich mega spannend, hatte ich eigentlich schon letztes Jahr Bock drauf, dann war aber irgendwie wieder Februar, März und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt eigentlich schon wieder zu spät und jetzt denke ich mir, starte ich passend rein. Es wird auf jeden Fall eine schöne Karriere in iRacing geben, wo ich euch mitnehme, da machen wir quasi von Null an, mal im Stream starten wir das Ganze mal, wie das aussieht. Ja, so sieht mein Setup gerade aus, wobei da komme ich nochmal ein anderes Mal zu, ist glaube ich auch sehr dunkel gerade, ich habe glaube ich gar nicht genug Licht hier. Wir springen gleich nämlich zum Dennis in seinen Shop. Vorher wollte ich euch halt einmal zeigen, was ich jetzt hier habe, damit ihr schon mal so leicht angeteasert werdet, ne? Ist ja schon echt geil, muss ich sagen. Also es ist wirklich geil. Guckt es euch aber noch an, aber es ist sehr dunkel. Es ist viel zu dunkel. Ich zeige euch jetzt mal gerade die Kartonagen, die ich hier mir angesammelt habe, weil das ist wirklich wild. So, mein Sportkeller dient gerade als Lagerraum, aber eigentlich ganz geil, also für alle Sportinteressierten. Hallo. Schön hier, Kabelzug und so weiter. Schon geil. Das sind nicht die Kartons, die ich meine, nein, sondern das. Leute, ist das krass. Ich weiß gar nicht, ich kann schon irgendwie eine Mulde gefühlt beauftragen für so viel Kartonagen, wie da angefallen sind. Das ist wirklich wild. Also Thema Aufbau, da reden wir mal anders drüber. Ganz vielen dicken lieben Dank, ohne Scheiß, geht in dem Fall auch an meinen Partner Y-Food, weil die haben mich in dieser Aufbauzeit, und es waren ein paar Stunden, sowohl mit Riegeln als auch mit Drinks versorgt. Ich habe hier meine Reste so ein bisschen aufgebraucht, weil ich bin jetzt echt ziemlich leer gelaufen, wenn ich mal hier wieder in meinen anderen Keller gehe. Normal war hier alles voll. Kennt ihr aus den Streams, Kühlschrank war auch immer komplett voll, da sind noch ein paar Reste drin. Ja, dickes Dankeschön auch für die Karte, liebe Jana. Hast mich wirklich gut getroffen, muss ich sagen. Dankeschön dafür, wenn ihr mal so eine geile Trinkmahlzeit ausprobieren wollt. Hier eine 7 vs. Wild Sonderedition, ist auch meine letzte von 6. Ich verlinke euch das Ganze unten, checkt das gerne ab, gibt es einen Rabattcode. Ist eine schöne Trinkmahlzeit für zwischendurch, gerade wenn man sowas hier aufbaut, wenn man keine Zeit hat zum Essen. Oder einfach mal Bock hat zwischendurch ein bisschen was Leckeres zu snacken. Checkt das gerne mal ab. Und wir springen jetzt rüber zum Dennis in den Simrace Shop. So, jetzt darfst du dich umdrehen und den Leuten Hallo sagen. Hallo. Aber vielleicht kennen die Leute dich auch unter einem anderen Namen. Densu. Genau. Mhm. Der Kollege hat nämlich das Simracing schon sehr, sehr lange gestreamt. Schon vor wie vielen Jahren? Ja, vor 3 Jahren. Da, wo das für mich wirklich nur Computerspielen war, der hat das schon gestreamt. Ja, Simracing ist ja so ein Thema, das war für mich, oder wir können ja mal da gleich drüber sprechen, für mich war das halt ganz lange so, ich kaufe mir so ein Logitech-Lenkrad oder so ein Trustmaster, ja. Macht das an meinen Tisch, macht da einen Stuhl vor und Pedal und das ist für mich Simracing. Und dann merkt man halt schnell, das ist irgendwie nicht so richtig geil und das ist gar nicht wie in echt. Du hast hier einen Shop und genau. Machst, dass es wie in echt ist. Und ich versuche, dass es möglichst wie in echt ist. Ja, wir haben ja einmal sowas, so ein Demo-Rig von dir, ja. Aber dann haben wir auch noch ganz was Wildes. Darf man hier überhaupt reinführen? Ja, na klar. Dann haben wir auch noch ganz was Wildes, wo ich auch gerade mitgefahren bin. Das ist dann nochmal ein Level weiter tatsächlich. Aber das ist dann auch die Stufe, die die Leute sich erst... Nach 2, 3 Jahren vielleicht. Nach 2, 3 Jahren anschauen. Ja, also das sieht man hier. Das ist auch krass, weil er das Auto auch wirklich starten muss hier mit einem Startknopf. Also das ist dann schon... Tatsächlich erstmal den Hauptschalter anmachen. Ich dachte, das wäre schon an, weil der oben ist. Wenn man sieht, das dann jetzt hier... Ja, das ist schon wild. Bewegt sich auch. Macht Geräusche, ist alles schön bunt, aber wir gucken erstmal nochmal drüben bei dem in Anführungsstrichen Einsteigergerät. Also Thema Simracing werde ich mich jetzt mal reinfuchsen, beziehungsweise habe ich mir da wie immer sehr professionelle Hilfe gesucht, weil man kann ruhig doof sein, man muss immer nur die richtigen Leute kennen. Ich glaube, mit dir habe ich da auf jeden Fall jemanden, der sich damit richtig auskennt. Sag mal einmal ganz kurz in ein paar Sätzen, was du überhaupt machst, also dass die Leute das mal wissen. Ja, also ich vertreibe eigentlich alles so um das Thema Simracing, sei es jetzt Wheelbase, Lenkräder, Pedale,
Rigs, Sitz. Rigs, das ist für euch, das also ist das, wo das alles Gestell, eingebaut ist, ne? Genau, das Gestell sozusagen, was wir nicht verkaufen, was Tom auch schon direkt gemerkt hat, ist Computer und Bildschirme. Die müsst ihr euch noch woanders holen, aber alles andere für Simracing gibt es tatsächlich bei uns im Shop. Ja, das ist auch tatsächlich, egal nach was ihr googelt, ihr werdet eigentlich an erster Stelle fast immer Simrace-Shop finden. Ja, ich kriege tatsächlich auch einen Sim. Und zwar, was kriege ich genau? Ja, der Tom bekommt von uns ein Track-Ace-Gestell, also ein Track-Ace-Rig. Dann eine SimuCube 2 Pro natürlich, um gleich... Natürlich, um gleich wirklich das maximal Professionelle zu haben. Ja, dann haben wir... Bei den Pedalen warte ich jetzt noch ab, bis Tom hier mal die VHS gefahren ist. Feedback. Ob das jetzt okay ist oder ob wir doch vielleicht was anderes nehmen. Und natürlich ein schönes Lenkrad von Cube Controls. Perfekt. Ja, PC habe ich mir auch organisiert. Wenn ihr da Hilfe braucht, dann ist der Dennis auf jeden Fall immer für euch da. Ja, wenn ihr da auch Interesse an so einem Sim habt, aber da kommen wir gleich noch zu. Wir sprechen ja auch generell gleich mal über das Thema Sim. Ich wollte hier nur mal kurz die Einleitung finden, weil wir sind gerade schon da drüben eine Stunde gefahren. Und sonst sind wir hier gleich, ist 22 Uhr und dann haben wir nicht mal die Einleitung gemacht. Jetzt teste ich nochmal hier das Demo-Rig. Das hast du tatsächlich nur für Kunden, richtig? Tatsächlich, ja. Also hier kann ein Kunde auch herkommen, kann beliebige Teile mal testen, Lenkräder, Pedale. Also du baust es um? Ja, tatsächlich, ja. Wobei die Wheelbase meistens Service bleibt, aber Lenkräder und Pedale tauschen wir fast ja, 2-3 Mal die Woche einmal um, ja, für die Kunden. Ja, wir sprechen gleich mal über Preise. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das im Vergleich ist. Ich kriege auf jeden Fall einen Triple Screen, so wie drüben, ja, weil irgendwie immer, also viele fahren damit und viele sind auch total happy damit, aber irgendwie ist es mir immer zu schmal. So 49 Zoll ist das, ne? Oder 8, 49, nee, 49 Zoll, ultra wide. Die Höhe ist halt hier nur wie bei einem 27 Zoll. Und genau. Das wirkt halt dadurch echt ein bisschen wie so ein Schießscharter, sag ich ja, immer. Ne? Das ja, stimmt. Wenn man das Licht jetzt ausmacht komplett, dann geht's noch, finde ich. Also ja, wenn man außenrum das Licht ausmacht, weil man da wirklich nur das im Blick hat. Aber ja, es ist dann schon sehr schmal. Ich bin jetzt hier gerade mal gefahren. Und es ist wirklich interessant, wenn man es mal im direkten Vergleich merkt, so gerade mit den Pedalen. Ja. Aber wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Sag mal, wo siehst du Simracing aktuell? Wo siehst du die Zukunft von Simracing, die ja, glaube ich, sehr gut ist? Das möchte ich mal, dass das aus deinen Worten mal so kommt für die Leute. Gleich weil, mal die harten Fragen. Ja, 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 diese Fragen. Weil Simracing, ganz ehrlich, ich habe da auch mich mit ein paar Leuten drüber unterhalten, das war ganz lange Computerspielen und das war ganz lange, hat das so, die Rennfahrer haben das so ein bisschen belächelt, fand ich so, vor 4-5 Jahren noch. Ja. Da wurde das so ein bisschen, okay, guck mal, die denken, die fahren dann echt das Rennauto und so. Und mittlerweile, jeder professionelle Rennfahrer hat so einen Sim zu Hause. Ja. Also es gibt es ja gar nicht mehr ohne. Das ist ja auch, da steht ja auch, egal in welche Firma du kommst, kommst du zu Mantai, stehen da so Dinger rum. Egal, wo du hinkommst, Phoenix, stehen da so Dinger rum. Überall steht das rum. Corona, wo siehst du? Corona hat das gebracht. Corona hat das wirklich, ne? Ganz ehrlich, sage ich, wie es ist. Also vor Corona war dieses Thema Simracing auch natürlich publik, wie für die Leute, die sich dafür interessieren. Aber haben mehr für diese Gamer-Typen. Für die Gamer-Typen, ja. Und Simracing ist auch schon eine ganz lange Zeit, ist es ein sehr aktiver Sport auch. Aber es wurde, wie du sagst, auch immer belächelt. Mhm. Und es kam Corona, die Rennstrecken wurden gesperrt. Die ganzen Rennfahrer haben gesagt, das machen wir Simracing. Ja. Sogar ein René Rast fing mit Twitch an und hat dann iRacing gefahren. Stimmt, ne? Und ja. Und dann gab es ja plötzlich auch eine NLS mit den originalen Moderatoren von der NLS und es gab plötzlich von jetzt auf gleich eine digitale Nürburgring-Langstreckenserie. Ne? Genau, wurde dann eingeführt. Der DMSB hat auch Simracing dann als Motorsport anerkannt. Musste ja auch offiziell irgendwie diesen plötzlich ging das dann alles, ne? Ja. Und deswegen denke ich mal so, dieses ganze Thema Simracing, wir sind schon jetzt nach 2 Jahren nach Corona oder fast jetzt 3 Jahre, dann hat sich schon vieles getan. Also es sind schon viele neue Produkte und Hersteller auf den Markt gekommen. Mhm. Und ich glaube, dass da noch viel mehr kommen wird. Mhm. Auch werden ganz neue Sachen kommen, mit denen wir heute noch gar nicht rechnen. Und der Bedarf wird sich auch verändern. Wenn man jetzt einfach mehr professionellere Motorsportler da im Simracing aufnehmen will, die haben wieder paar andere Ansprüche als vielleicht die Gamer, wie ja, du weil die, so die, schön gesagt hast. Ja, ja, weil die Rennfahrer kommen halt aus den Autos. Ja. Bei dir ist es ja sehr auch witzig, du bist Simracing angefangen und jetzt, komm, jetzt musst du einmal dein Auto Fuhrpark hier rausholen, weil das ist wirklich wild. Also, da muss man schon sagen. Ja, es ist tatsächlich wild. Also, Simracing angefangen und dann auf die Rennstrecke mit einem Track-Tool, ja, und Nordschleife, ja. Eigentlich erst angefangen so mit Hockenheim, mit meinem E46 damals noch. Und da habe ich immer gesagt, Nordschleife niemals, viel zu gefährlich. Einmal dort gefahren, direkt Ferienwohnung da, neues Track-Tool extra. Direkt nur noch Nordschleife gefahren. 1,35, ist da auch eine Schweißzelle und sowas drin? Schraubkäfig. Aber ist komplett Käfig und innen leer, ne? Genau, komplett leer. Der hängt hier überall, aber man sieht kein Foto von innen. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall geil. Und dann, was kam dann?
Weil damit hat es ja nicht aufgehört. Damit hat es nicht aufgehört. Nee, dann habe ich irgendwie auch Bock gekriegt auf Competition und nicht nur Touring. Also erstmal im letzten Jahr tatsächlich mit dem MC35 schon mal 2-3 GLP-Läufe mitgefahren, also Gleichmäßigkeitsprüfung. Mhm. Und dann war mir das aber tatsächlich ein bisschen zu wenig Competition. Mhm. Und dann bin ich in diesem Jahr in der V4-Klasse in der RCN gefahren mit einem E90-325. Aber nicht eingemietet, sondern im eigenen 325. So, ne? Also da seht ihr mal, vom Simracing quasi den umgekehrten Weg gegangen, den ich jetzt gehe und den vielleicht auch viele von euch gehen, weil ja die meisten Leute, weißt du ja, die hier zugucken, die fahren ja schon auf der Nordschleife oder irgendwo. Und für mich war das auch so oft lange ein Thema, irgendwie mit sieben Siegeln, muss ich sagen. Also ich habe da gar nicht hintergeschickt, was brauchst du jetzt, weil ganz oft hört man halt Fanatec als großen Hersteller und dann, wenn man genauer mit den Leuten spricht, die halt schon immer Simracing betreiben, die fahren halt dann wiederum nicht Fanatec, dann fragst du dich, okay, was ist jetzt hier eigentlich los? Dann kommt das Ding mit dem PC, das ist für mich sowieso, da bin ich komplett raus, weil ein PC ist halt nicht so wie, weiß ich auch nicht, wie ein das ist ein 530D, da ist ein 3-Liter-Motor drin. Nein, da gibt es dann die Grafikkarte, da gibt es dann das Mainboard. Da muss die Grafikkarte auch noch genug Anschlüsse haben für diese Bildschirme, die du... Jungs, also das ist ganz vogelwild mit dem PC. Ja, da nochmal auch vielen Dank auf jeden Fall für deine Hilfe, weil da wäre ich nie durchgestiegen. Ne? Und auch Thema Sim, wir können uns das jetzt mal anschauen. Wir gucken jetzt, lass uns einmal alles durchgehen, weil das ist ja so ein Sim, den sich tendenziell Leute zu Hause hinstellen können, wenn sie einsteigen. Genau. Weil da kommt man preislich mit. Komm, ich kenne mich jetzt auch schon aus. Also alles mit PC, mit Bildschirm. Ja. 6,5, 7. So darum, ja. Ja, ne? So grob überschlagen, ja. Dann bist du aber auch wirklich komplett mit. Ja, so wie es hier steht. Wie es hier steht, ja. Ja, ich meine, das klingt jetzt erstmal nach sau viel. Aber, jetzt kommt das Aber, jeder von euch weiß, was die Nordschleife kostet. Eine Runde ungefähr so 100 Euro. Bei mir jetzt beim E92. Also da kommt man hin. Wenn man es rechnet, kommst du da hin. Ja. Ja, das heißt, wenn man im Jahr 300 Runden fährt, dann kann das jeder selber in seinen Taschenrechner eintippen. Oder ich sag's euch, das sind dann nämlich 30.000 Euro. Sag's doch nicht. Ja, man will das nicht hören, ne? Aber dagegen ist das halt dann eigentlich nichts. So, ja, und da, das kaufst du halt einmal und dann kannst du halt echt viel fahren und kannst dich verbessern, kannst im Winter fahren, kannst auch so einfach mal zwischendrin fahren. Und die Competition ist halt auch geil, was du sagst mit iRacing. Ja. Es gibt halt verschiedene Spiele. Eigentlich können wir das auch nochmal gerade anreißen. Sag mal, das Grundspiel, was so eigentlich viele kennen, ist Assetto Corsa. Ja. iRacing hört man so aus der Ferne, iRacing auch mal gehört, aber Assetto Corsa gibt es auch auf PlayStation, glaube ich, auf allen Systemen. Die Plattform, ja, natürlich AC oder ACC, dann auch die neuere Version von Assetto Corsa, schon sehr beliebt. Was mir halt bei iRacing besonders gefällt, ist halt die Competition wegen dem Ranking-System, mit den offiziellen Rennen, die jede Stunde gefahren werden können und so. Das sind wirklich jede Stunde Rennen. Ja, du kannst und jede Stunde ein Rennen fahren. Das ist halt krass, weil da ist es so, du kannst auch nicht da reingehen und sagen, so, ich bin jetzt hier der Geilste und ich fahre jetzt hier mit dem GT3. Nein, du fängst halt ganz unten an und du fährst halt erst Mazda MX-5. MX-5 Cup. Und wenn du besser wirst oder wenn du, ich glaube, du gehst nach Fairness so ein bisschen erstmal anfangen. Genau, ja. Und dann steigerst du dich halt. Und das ist halt cool, weil man kennt das so, wenn man sonst mal online irgendwo gefahren hat. Ich habe das mit meinem ganz günstigen Trustmaster zu Hause auch mal gemacht. Ja. Aber da ist dann halt so, da fahren die Leute kreuz und quer und fahren dir in eine Karre und alles ist eigentlich scheißegal und es macht auch keinen Bock. Das macht dann keinen Spaß. Das ist dann schnell frustriert, weil jeder einfach nur da Harakiri fährt und aus Spaß spielt tatsächlich. Genau, spielt. Ne? Simuliert. Ja, ist aber gut. Ist gut. Er spielt auf jeden Fall. Und das ist da echt der Punkt. Das ist hier komplett anders. Weil ich kann euch mal einblenden, was ich zu Hause habe. Habe ich dir schon mal geschickt? Ja, ne? Was ich zu Hause stehen habe? Nein. Nein? Hast du mir das geschickt? Nee. Wie habe ich es denn geschickt? Ist egal. Ich blende das jetzt hier ein. Das habe ich zu Hause. Und dann denkst du hast einen Simulator, aber am Ende bockt das dann noch nicht, dann machst du ein paar Mal und das ist dann, du hast schon so Force Feedback und so ein T300RS, das bewegt sich irgendwie so ein bisschen, aber es ist halt eine andere Welt wie sowas. Es ist preislich natürlich auch eine andere Welt, muss man auch sagen, aber da ist man dann schnell so, denkt okay, Simracing heißt jetzt nichts für mich, bleib lieber auf der Strecke. Aber wenn du mal sowas gefahren hast, dann weißt du halt, dass es dann doch irgendwie was anderes noch gibt und dass das dann doch ganz geil ist. Ja, so habe ich das. Und dann schön Fernseher, oder? Und dann schön Fernseher, ja, aber das hat dann nichts mit sowas zu tun, ne? Aber so habe ich halt angefangen, weil dieses Lenkrad habe ich mir gekauft, weil es für die PlayStation funktioniert. Eigentlich nur deswegen, weil ich halt keinen Bock hatte, mir damals einen PC zu kaufen, weil ich dachte, PlayStation muss ja funktionieren, ist ja auch PlayStation. Plug and Play. Aber ist halt nicht so am Ende. Ist halt Play. Ist halt. Ja, dein Lieblingsspiel, also iRacing, aber Assetto Corsa habe ich auch schon gespielt, paar Mal auf diesen schon professionellen Simulatoren und das ist auch gut. Das ist auch eine Simulation, definitiv. Ja, ist jetzt nicht ein Spiel. Nee, würde ich auch als Simulation einstufen. Ich bin halt nicht so ein riesen Fan von den ganzen Mods, die man da halt dann braucht. Aber das ist auch sehr beliebt in der Community generell. AC ist schon auch eine beliebte Simulation. Ja.
So, und jetzt gehen wir mal das durch. So, und jetzt ist dein Part. Schieß los, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ja, wir fangen vielleicht einfach mit der Wheelbase an, weil das wirklich so die Basis ist. Wir haben hier eine SimboCube 2 Pro Wheelbase mit 25 Newtonmeter Drehmoment, die dann auf das Lenkrad quasi draufgeschossen werden. Da geht es auch nicht unbedingt um die Stärke, um den Widerstand, sondern auch um die Reaktion, wie schnell das entsprechend reagiert. Und das ist, sag ich mal, schon so mit die Referenz. Vorteil gegenüber zum Beispiel einer VRS-Wheelbase ist eben, dass man auch drahtlos Lenkräder betreiben kann. Wir haben hier jetzt auch ein SimboCube Wireless Lenkrad. Wir haben ja quasi kein Kabel zwischen dem Lenkrad und der Wheelbase oder dem PC. Das Lenkrad wird drahtlos über eine separate Schnittstelle da angebunden, ohne Reaktionszeit, stimmt's? Also wir haben dann hier unten natürlich auch Pedale. Das sind jetzt Low-Cell-Pedale von der Firma Virtual Racing School, also VRS. Das sind die, die ich auch kriege. Das kriege ich auch. Das bekommst du auch, genau. War das auch mein Lenkrad? Kannst du gerne auch das Lenkrad bekommen. Wir hatten jetzt für dich, glaube ich, erstmal Controls, aber das können wir gleich einfach noch in Ruhe schauen, ja. Ansonsten natürlich das Rig, das ist quasi das Gestell, nennt sich einfach Rig. Die meisten haben dann tatsächlich solche Aluprofilsysteme, da die einfach sehr variabel sind. Man kann sagen, hey, ich möchte hier noch einen Tastaturhalter anschrauben oder ich möchte mir da irgendwie noch ein Dashboard dran schrauben oder einen Becherhalter. Mit diesen Aluprofilsystemen hat man diese Nutensteine, da kann man sich quasi Gewinde auf alle Positionen setzen und dann einfach was anschrauben. Das macht das einfach so variabel und auch so beliebt in der Szene. Als nächstes tatsächlich Monitorhalter, der ist immer separat oder ist das... Also gibt es sowohl als auch, man kann den separat haben als einzelner Monitorstand, wie das hier ist. Das ist auch ein Aluprofilsystem, der ist jetzt nicht mit dem Rig an sich verbunden, sondern steht separat da. Es gibt natürlich auch Monitorhalter, die man direkt an das Rig anschrauben kann. Dann ist das Ganze natürlich noch etwas kompakter und eventuell auch mobil. Wenn man hier sieht, wir haben hier unten auch Rollen dran, das heißt, ich könnte den dann auch quasi hier wegschieben. Wer es ein bisschen kompakter haben will, der kann natürlich auch einen Monitorständer nehmen, der direkt an das Rig montiert wird. Thema Monitore. Hat man wie viele Möglichkeiten? Also zumindest die Richtung, also weißt du, wie ich meine? Ja, also generell sage ich mal, bietet sich so ein Ultrawide-Monitor schon für das Simracing an, da er nicht so viel Leistung abfordert vom Computer. Wer jetzt mit dem beliebten Triple-Setup natürlich fahren möchte, mit drei Bildschirmen, sollte auch immer wissen, dass man auch entsprechend viel Leistung auf der Grafikkarte braucht. Denn es müssen auch drei Bildschirme gerendert werden und das wird oft unterschätzt. Also natürlich sieht es cool aus mit einem Triple-Screen, aber man braucht auch entsprechend bessere Hardware am PC. Da ist so ein Ultrawide-Monitor natürlich schon etwas ressourcenschonender, was jetzt die Anforderungen an das PC-System angeht. Ich habe so einen PC gerade gekauft, deswegen weiß ich, wie viel das kostet. Also ich sag mal, einen, der funktioniert mit dem Triple-Screen, fängt bei 2,5 an, oder? Kann man so sagen, ja, ungefähr. Ne? 2,5, aber nach oben PC keine Grenzen. Nein. Es gibt keine Grenze, weil du kannst auch auf diesen Seiten MIFCOM und was auch immer für Seiten, kannst du auch von Preis absteigend sortieren. Und dann fängt das ja teilweise, da gibt es ja welche, die kosten ja 18.000 Euro. Ja. Also ist ja brutal. Ich weiß gar nicht, was die Leute damit machen wollen, aber es ist wirklich krass. PC gibt es keine Grenzen, aber ab 2,5 fängt das an mit dem Triple Screen. Und wo sagst du hier, da geht schon, hat Raffi eingekauft. Ich glaube, er hat 1,2 bezahlt. Das lief auch. Für den PC. Mit Ultrawide. Ja. Also das fängt... Da sag ich mal, wenn wir da so um 1.000, 1.500 Euro rum... Also doch schon ein ganz schöner Unterschied. Ja, ne? Kommt man da schon zurecht. Ja. Dann haben wir das. Sitz braucht man natürlich auch. Einen Sitz brauchen wir auch, aber hier brauchen wir keine ABE, keinen TÜV-Gutachten, gar nichts. Wir nehmen einfach einen Sitz. Das kann auch ein Rennsitz sein, der kein Gutachten hat oder abgelaufen ist. Völlig egal, Hauptsache sitzt. Hauptsache man sitzt. L-Adapter ganz normal wie im Rennauto auch. Ja. Werden teilweise bei den Simulatoren auch echte Sitze aus Rennwagen verwendet, zum Beispiel Sparco, die relativ beliebt sind. Hier haben wir einen speziellen Sitz von Trek, von dem Hersteller, wo wir auch die Rigs beziehen. Ist ganz interessant mit den Ohren, fürs Feeling im Simracing ganz interessant, sage ich mal so. Und preislich ist er auch interessant, der liegt irgendwie bei 350 Euro. Das geht aber echt, ne? Ja. Für das, und er ist aber, du hast ja drinnen gesessen, ja, ich top. Persönlich finde ihn auch echt bequem. Ist bequem, ja. Ja, ja, das ist so erstmal das Setup, sag ich mal, wo man gut mit einsteigen kann, was man auch nachher noch aufrüsten kann. Weil man hat schon die ordentliche Wheelbase, man hat das ordentliche Lenkrad, ordentliche Pedale und wenn man nachher sagt ein Triple Screen, dann kann man ja immer noch sagen, okay, andere Grafikkarte, andere PC-Hardware und dann kann man da noch einen größeren Bildschirm dran bauen oder beziehungsweise drei Bildschirme dran bauen. Lass uns mal jetzt einmal rübergehen und wir gucken einmal, was Entgegner ist. Der Entgegner würde ich noch nicht mal so sagen. Mehr geht immer. Das ist wie bei einem Track-Tool auch. Wann bist du fertig damit? Nie. Und so ist das mit so einem Simrig eigentlich auch, weil es gibt immer wieder Ideen oder Dinge, die man vielleicht verändern oder anpassen will.
Und hier ist halt jetzt schon eine andere Ausbaustufe, auch weil ich viele verschiedene Dinge einfach teste, haben wir sogar insgesamt hier 3 Dashboards. Ja. Also ist schon ein bisschen wild. Hier haben wir das besagte Triple Screen Setup. 32 Zoll, ne? 32 Zoll Curved, 1440p, also WQHD Bildschirmen, die das Ganze von der Auflösung einfach auch ein bisschen schöner darstellen. Wir haben ja aber auch einen Rechner mit einer RTX 3090 und dem 12900K, das ist der Prozessor, der das Ganze hier befeuert, und dadurch macht es auch das möglich, dass man hier flüssig überhaupt fahren kann. Haben wir genau die gleichen Komponenten, ne? Ziemlich. Ja, ne? Ja, so ziemlich. So, und jetzt kommt die Frage aller Fragen, was kostet das? So, weil, nochmal, das bewegt sich auch hier. Unten? Genau, da haben wir einen Seatmover drin, der den Sitz quasi bewegt, so als wenn man sich auch beim Fahren im Auto sitzt, bewegt man sich auch, egal wie fest man angeschnallt ist, ein bisschen bewegt man sich auch. Das ist das, was der Seatmover simuliert, was auch wirklich ganz gut macht. Und ist so ein Zwischending zwischen... Kannst du mal ein paar Meter fahren gerade? Ja, wir können ja einfach mal ein paar Meter fahren. Setzt du nicht mal rein und fahr ein paar Meter? Weil wenn ich fahre, dann ist das wieder so frustrierend und deprimierend, weißt du? Und jetzt gerade hier im Video, ne? Guck mal hier, dann startest du das Auto, es ist einfach irre. Es ist einfach irre. Aber ich glaube, wir haben das Auto jetzt wahrscheinlich schon kaputt gemacht, weil wir haben es vorhin einfach gestartet. Wir oder ich? Wahrscheinlich, ich sage einfach wir. Ja, wir haben hier eine Buttonbox, das ist so eine GTE-Buttonbox. Von Buttonboxen gibt es auch unendlich viele. Das ist jetzt einfach so auch so ein Modell, was bei uns auch gibt. Da gibt es aber auch verschiedene Modelle. Das bietest du alles an, was hier ist? Ja. Also okay. So ziemlich alles. Stream Decks natürlich nicht, was wir hier sehen, und das Rode auch nicht, aber alles, was hier so Simracing ist, teilweise auch selber Entwicklung hier, so eine Denso-Flag, die nachher Flaggensignale anzeigt. Jo, das ist wild, da bin ich gefahren, bin ich ein bisschen übers Gras gefahren, auf einmal blinkt das alles hier, genau. Links und rechts, und das zeigt einfach gelbe Flagge, grüne Flagge, rote Flagge, schwarze Flagge und so weiter an, also total wild. Genau. So. So, haben wir die Kiste jetzt mal angelassen? Ja, haben wir. Jetzt ist er an. So. Das hast du übrigens ausgestellt eben, glaube ich, für mich einmal. Dann drehen wir hier am Poti, das ist nämlich auch ganz cool. Wir verkaufen den Seatmover nur mit externen Potis. Das heißt, man kann direkt den on the fly hier einfach einstellen. So, und so sieht das Ganze dann aus. Und das fühlt sich im Auto viel mehr, im Auto sage ich schon, so bin ich schon drin, es fühlt sich im Sim viel mehr an, als es gerade hier aussieht tatsächlich. Ja, es kommt quasi, es ist eher so das Gefühl, wie wenn man sich im Auto sitzt, auch bewegt. Ja. Und nicht so das Gefühl, wie sich das Auto bewegt, was jetzt wieder ein Full-Motion-Rig wäre, wenn man das ganze Rig auf solche Stelzen stellt. Ja. Macht das Ganze ein bisschen kompakter und man hat trotzdem ein bisschen das Gefühl für die Kurve, auch für die Beschleunigung, wenn man den Gang hochschaltet, spürt man das eigentlich auch im Sitz. Den Ruck, einen kleinen Ruck spürt man, ne? Dann hast du ja aber noch was drin verbaut, und das ist ein... dieser Buttkicker. Der Buttkicker, den fand ich aber tatsächlich echt richtig gut. Also so ein kleines Teil mit einer geilen Wirkung, aber... Ja, auf jeden Fall. Also der ist tatsächlich direkt unter dem Sitz verschraubt. Und der kann man auf verschiedene Dinge kann man den konfigurieren, dass man spürt, wenn man über den Curb fährt, dass er einem einfach so eine Vibration quasi gibt. So wie wenn man auch im Auto diese Vibration einfach spürt. Ja, aber mega. Das bringt dich ja so nah an das echte ran. Also ja. Das ist echt gut, und vor allem dann, ich sag mal, preislich eher erschwinglich, als wenn man jetzt sowas hat mit Motion, ne? Ah, guck mal, hier waren schon deine Spuren. Wollte ich gerade sagen, da haben wir uns beide reingesetzt, wa? Aber so sieht so man auch mal, halt, wenn man dann einschlägt, dass der Sitz sich dann auch doch bis zu 10% Neigung kann der halt tatsächlich machen. Ja. Ne, cool. Dann haben wir das gesehen. Ja. Schaltung gibt's auch. Kann man auch ganz normal Handschaltung fahren? Ja. Tatsächlich, aber das benutze ich auch einfach echt nur ganz selten. Manchmal habe ich mal Gelüste und dann fahre ich mal in Assetto Corsa mit einem E30 über die Nordschleife handgerissen. Das macht dann schon auch mal Fehls. Ja, ansonsten ist es natürlich hier bei mir tatsächlich überwiegend GT3, was ich hier fahre. Wir haben hier auch jetzt verschiedene Dashboards noch angeklemmt. Das ist auch nicht so, dass man das unbedingt braucht, ne? Weil das Dashboard sehe ich ja eigentlich hier auf dem Bildschirm. Ich sehe das Dashboard jetzt quasi das gleiche Dashboard auch nochmal hier mit verschiedenen Reflights. Warum macht man das? Ja, einfach um die Immersion ein bisschen zu erhöhen. Das ist was anderes, ob ich auf dem Bildschirm schaue oder ob ich hier wirklich LEDs habe, die mich anblinken, oder wirklich so ein VOCOR-Display. Das Display ist auch wirklich sehr hochauflösend mittlerweile. Yes, das ist brutal, das ist im echten Auto. Sehr. Ja, also es ist schon extrem tolle Qualität mittlerweile, was die Produkte haben. Und Alugehäuse, Carbonfront. Also hier werden auch hochwertigste Materialien verarbeitet, und das finde ich einfach... Das macht echt Spaß, mit so einem Material dann auch zu arbeiten. Und wir entwickeln halt auch selber Teile. Die Denso-Flag hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Und wir bauen gerade so einen Lumi-Rank. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das auch schon was. Das zeigt eigentlich auch die Flaggen an.
Ja. Ja, das hat man heute in den Rennautos, da wird auch kurz 60 und so angezeigt. Das ist da genauso drin, ja. Und wir bauen das jetzt halt quasi gerade nach. Das haben wir jetzt auch fertigen lassen. Das ist ein Prototyp, ein Alugehäuse. Das ist noch nicht auf dem Markt, das Produkt, aber wir sind da gerade in der Entwicklung. Das ist der erste Prototyp. Und er zeigt uns dann die Position an. Der kann uns auch anzeigen, hier irgendwie, wenn die Zündung aus ist, geht das hier neben auch alles aus. So, das sind halt die Dinge. Wo kriegen die Leute denn die News mit, wenn es das jetzt gibt? Hast du da irgendwie ein Newsletter oder hast du irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Also Instagram oder... Tatsächlich mache ich vieles auch über Discord, das sagt... Das wird jetzt aber vielen von diesen Leuten hier nichts sagen, Discord. Sagt vielen aus deiner Community sicherlich nichts, aber Discord ist sowas Ähnliches, sag ich mal, wie früher Foren. Ne? Früher hatte man Foren gehabt, in denen man geschrieben hat, heute hat man so eigene Discord-Server. Ich dachte, Discord ist eher wie so wie TeamViewer da, TeamSpeak damals. Ja, auch, aber es ist auch eine Kombination aus beidem, weil du halt auch verschiedene Textkanäle in verschiedenen Kategorien anlegen kannst, ja, und so haben wir für den Shop einen eigenen Discord mit mittlerweile weit über 1000 Mitgliedern. Da gibt es dann verschiedenen Kategorien der verschiedenen Hersteller, wo ich dann auch ankündige, wenn was reinkommt ins Lager und auch wenn es was Neues gibt. Aber natürlich versuche ich auch ein bisschen mehr auch auf Instagram zu machen. Ja. Da bin ich tatsächlich vielleicht ein bisschen zu alt manchmal zu. Naja, komm. Aber ja, nee, habe ich mir auch schon angewöhnt, auch schon mal hier und da mal mehr über Instagram zu machen. Ja, und so neue Dinge, das ist natürlich auch immer... ja, sehr gefragt, dass man was Neues entwickelt, und ich höre halt einfach auch auf das, was die Community so haben möchte. Ne? Das entwickle ich ja nicht einfach aus eigener Idee, sondern viele Leute sagen mir, ey, meinst du, du könntest sowas mal machen? Und dann setzen wir uns da dran und überlegen, können wir das mal entwerfen? Bauen wir mal so ein Teil und können wir das wirklich umsetzen? Und das ist natürlich für die Community ein tolles Ding, ja, weil dann können die sagen, ey, wir haben gesagt, wir wollen das, und der hat es für uns gebaut. Ja. So, ne? Also das finde ich schon, da ist schon vieles Tolles entstanden durch, tatsächlich, ja. So, Quanta Costa, dieses hier, alles voll Vollgas. Oh, lass mich mal kurz überschlagen. Ich würde mal so sagen, schon fünfstellig, ja. Ja, damit von mir jetzt ausgegangen. Ja. Aber wo? Also ich dachte jetzt so an 16, 17. Ja, so 15 hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Komm, ich bin schon preisig, ich habe das schon. Kennst du dich schon gut total aus? Total drin jetzt, ja. Nee, also, aber das ist dann halt auch, ist das schon Endstufe? Aber es geht immer mehr, ne? Es geht immer mehr. Also man kann fertigen Simulator auch für 50.000 kaufen. Mhm. Der steht dann auch wirklich auf solchen Stelzen und hat dieses Full Motion. Also mehr, ja, geht mehr immer. Mehr geht immer, ne? Aber das ist schon, aber irgendwann ist ja auch Nutzen. Ne? Die Frage ist immer, was nutzt man denn zu Hause tatsächlich, oder was ist jetzt eher für so Aussteller gedacht, die jetzt in einer großen Werkstatt sich so ein Ding hinstellen als Erlebnis, oder wo du das buchen kannst und kannst sagen, ich will so ein Ding fahren. Die geben natürlich nicht nur 15.000 für einen Simulator aus, sondern ein Vielfaches mehr. Ne? Ja. Und dann, man muss immer gucken, man kann mit kleinem Geld was Schönes bauen, und wo ist der Nutzen? Das muss man immer für sich selber auch wissen. Hier ist natürlich auch viel Spielerei. Es ist alles nicht must-have, sondern alles, was man hier eigentlich sieht, ist nice-to-have. Ja. Aber schön ausgedrückt. Es ja, macht schön. Halt Spaß. Ja, es ist schön ausgedrückt. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand einsteigen will, ist es ja eigentlich nicht empfehlenswert, so mit sowas einzusteigen, wie ich gemacht habe, oder? Weil man dann eigentlich einen falschen Eindruck hat, richtig? Ja. Also damals gemacht habe. Was, ja, es ist schwierig. Also, ne? Also was ist denn jetzt, wenn jemand gar nicht weiß, ob er das geil findet? Was macht man? Oder was würdest du empfehlen? Generell sage ich tatsächlich, man sollte erstmal tatsächlich mit was ganz Günstigem anfangen, um zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Ja, weil wenn ich nach 3 Wochen merke, Simracing macht mir doch keinen Spaß. Also doch mit was ganz Günstigem anfangen? Oder ja, was, oder eigentlich was schon, weil wenn du jetzt gesagt hättest, ey, es macht mir überhaupt keinen Spaß, natürlich hast du einerseits recht, wenn du sagst, das erweckt auch einen falschen Eindruck irgendwie davon, was Simracing wirklich ist. Ja, aber ich würde jetzt keinem sagen, kauft euch einen Simulator für 5.000 Euro, um zu testen, ob das was für euch wäre. Wobei es ja auch mittlerweile in Deutschland einigermaßen viele Sims-Center gibt, wo man mal testen kann, ne? Ob man das überhaupt geil findet. Und wenn ihr dann wirklich ernsthaftes Interesse habt, dann könnt ihr auch hierher kommen, ja, ne? Und dann mal gucken, was vielleicht für euch die richtige Hardware ist. Ja, und ich bin mal gespannt, inwiefern das Ganze bei mir einschlägt jetzt final, weil ich sehe das schon als dass es mich schneller macht im echten Leben. Ja. Also das ist schon so mein Ziel, ne, warum ich das jetzt mache. Ich mache das auch, weil es mir Spaß macht und weil ich auch streamen möchte und weil ich auch irgendwie bei iRacing Competition haben will, aber ich möchte halt auch schneller werden. Und ja, das beste Beispiel ist für mich ein Kumpel, der ist im Porsche Sports Cup immer gefahren, der ist glaube ich so dann, ne, ist älter als du. Der ist so 45 und der hat einen Sohn und der ist 16. Und der Sohn hat nur Simulator gefahren, setzt sich in den Cayman GT4 rein, beim Porsche Sports Cup, fährt das erste Rennen, und da sind echt keine langsamen Leute bei, und fährt auf Platz 1. Und der ist vorher nie Auto gefahren, der ist nie irgendwas gefahren, der ist seine erste Saison gefahren, wow, und ist auf Platz 1 die Saison beendet. Wow. Und der ist nur
im Simulator voll gefahren. Aber er ist halt exzessiv im Simulator gefahren. Also wirklich 24-7 gefühlt. Und das hat mir halt auch so ein bisschen das gezeigt, es muss was bringen. Es geht gar nicht, weil der hat kein Gefühl fürs Auto voll gehabt, weil er logischerweise nie Auto gefahren, mit 16 bist du nicht Auto gefahren. Ja. Der ist dann einmal Training in den Wing gefahren und dann sein Rennen und wirklich Platz 1. Ist brutal, oder? Das ist echt brutal. Ja, und jetzt erste Saison einfach mit so einer riesen Trophäe nach Hause gegangen, ist halt auch mega. Ja, anderer Kumpel auch, der war lange Zeit im Ausland beruflich und ist wiedergekommen, GT3S gefahren und gefühlt sein erster Trackday Sub 7 mit dem GT3S gefahren und hat auch halt so einen Simulator geübt. Und, alle, die so ein Ding haben, vielleicht ist das auch Zufall, aber sind plötzlich im echten Leben auch ziemlich gut unterwegs. Beim Raffi von 55 Parts, der hat sich jetzt ja auch sowas angeschafft. Und seine Freundin beim Trackday Bilzer Berg, ich glaube, das war 7 Sekunden schneller gewesen. Krass. Zu vorher. Wow. Ja, das ist halt irgendwie cool und ich erwarte mir da auch was von. Ob es was wird, das sehen wir dann. Aber ja, ich bin gespannt. Dann können wir ja auch mal zusammen streamen. Das wäre das ja. Das wäre natürlich auch. Das können wir, dann ja auch, machen. Ja. Aber dann stehe ich natürlich wieder komplett doof da, weil ich dann ja gar nichts kann. Aber ich weiß, würde ich nicht sagen, ich habe dich fahren sehen, also so schlecht. Ich habe dann auch dieses Dings, dass ich da total den Ehrgeiz entwickle halt und dann mich da auch mal, keine Ahnung, eine Woche lang 24 Stunden reinsetze, dass ich da irgendwie besser werde. Nee, ist auf jeden Fall cool. Hast du noch irgendwas, was den Leuten mitgeben kannst? Oder fällt dir gerade, du weißt eher, was die Leute fragen, weißt du? Ja, die Leute fragen, ja, hast du schon recht. Was fragen die Leute? Aber vielleicht schreiben die Leute ihre Fragen einfach hier drunter und ich baue meinen ja zu Hause auf und filme und dann haben wir ja die Fragen. Und in dem Sinne, deinen Job markiere ich alles unten. Bei Fragen zu diesem Thema braucht ihr mich nicht fragen, weil ich habe keine Ahnung. Da gehen dann die Fragen direkt dahin weiter. Ja. Und wir schauen mal, wie das Ganze so Zukunft hat. Ja, freut mich auf jeden Fall. Mich auch. Danke fürs Zusehen und alles in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, ciao. Ciao.